Also ich gehe mal eben wieder runter, da sind noch Wände zu bauen, sehe ich gerade. Wieso gehen die Türen eigentlich alle nur nach außen auf? Das ist so. Das war modern. Die gehen immer in die Tür, in die Richtung auf, wo ich gerade stehe. Ja, nee. Irgendwie immer. Naja, ich habe wieder keine Planken, um hier die Wand mit Tür weiterzubauen. Und, aber jetzt kann ich vielleicht die neuen Planken reintun, weil ich habe gleich jemand vielleicht... Ich hatte halt eben keinen Platz im Inventar, um neue Baumstämme zu holen für die Plankenproduktion. Ich mach mal sicherheitshalber mal die Tür zu, damit keiner einfach direkt rausrennt und stirbt. Wer sollte das denn tun? Ja, wir sind beide sehr tollpatschig. Nee. Und wenn ich sehr meine, meine ich auch sehr. Das lasse ich aber an mir, also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Du schwebst übrigens in der Luft. Ach so, für die Dächer. Gute Frage. Machen wir, glaube ich, einen Lockpiller? Wollen wir da einen Lockpiller haben? Wollen wir da einen Lockpiller? So ein Baumstamm, hier, wo der Dach trägt? Das ja! Dach trägt, gut, ich brauche Baumstämme. Gut, dann gehe ich spawn die zurück. Unten auf den Boden. Ich habe Angst, dass sie hier durchkrachen. Oder bist du die ganze Zeit im Kreativmodus gewesen? Selbstverständlich. Du brauchst also Baumstämme. Ja. Weil wenn ich am Kreativmodus bin, dann sind sie ja immer direkt da, deswegen. Das ist irgendwie dann halt nicht so geil. Richtung. Ich renne mal eben zurück und tue jetzt endgültig Baumstämme in die Sägemühle, ne? Mhm. Wow. Das sieht ja mal schick aus von außen. Aber Halleluja. Die soll auch gleich und die gucken. Ist nur so klein. Also ich meine... Ich stelle mir das gerade vor, wenn wir so eine riesen Anlage da einfach hingesetzt hätten. So, was ist unser Burg ist klein, hast du gesagt? Naja, schon. Also ich würde das dann halt zwischenspeichern und halt einfach, also wenn wir es ja halt zerstören wollen, das mal zwischenspeichern. Und dann halt einfach sagen, dass wir, wenn wir dann halt wieder weitermachen, na gut, ich glaube, dann wollen wir ja lieber in einer neuen Welt weitermachen. Sonst hätte ich nämlich gesagt gehabt, dass das dann die Sommerresistenz ist. Hm, ja, stimmt. Was wäre eigentlich wirklich besser mit einer neuen Welt dann, wegen der ganzen neuen Sachen, die dann... Ja, aber hier ist alles komplett kaputt gepatcht ist. Ja. Aber sie sieht awesome aus. Aber so. Mal... Ja, vom Balkon sieht sie ganz, ganz cool aus. Sieht halt einfach halt wirklich, wie früher die Burgen waren. Die waren halt nicht in die Höhe gestreckt, sondern sie waren halt einfach nur massive Bergfesten. Ja. Deswegen, es kam ja erst, ja, mit der Renaissance, wo es dann halt so langsam in die schönere Bauweise ging und die höhere. Vor allem, da kam ja dann auch langsam die Renaissance, Gotik. Die ja darauf spezialisiert war, halt die Höhe, deswegen war sie auch recht schmal. Und danach kam mir dann langsam der Barock. Das ist halt alles sehr abgespeckte Version übrigens. In der es dann halt alles wirklich nur noch um Prunk und Schönheit ging. Und da wurden halt auch schon die Festungen haben dann größtenteils halt keinen Sinn mehr gemacht, weil die halt einfach wirklich schnell niedergeschossen werden konnten, als du gucken kannst. Also, wer braucht denn diesen Kram dann, ne? Ich mag unsere Sägemühle übrigens, die ist echt klasse. Ist cool. Und sie hat ganz schnell Bretter. Die Planken. Mhm. Die wir immer brauchen. Hab wieder ein paar mit dabei. Cool.
Ich nehme auch gerade noch ein paar. Aber ich habe halt, also da sind noch ganz, ganz viele drin. Ein paar werden noch gesägt. Ich habe einfach da Baumstämme vorspawnen lassen. Mhm. Ja, wir haben unten ein ganzes Lager voll. Da muss ja die alle einzeln hochtragen. Das ist halt nervig. Doch, hier bin ich sogar richtig. Ich bin übrigens nicht müde, das hat gerade nur getäuscht. Es liegt auf keinen Fall daran, dass ich sehr oft in letzter Zeit aus bestimmten Gründen erst relativ spät ins Bett gehe und die ganze Nacht mit jemandem schreibe. Oder mich mit dem oder mich mit derjenigen treffe. So bis 4 Uhr oder so. Unser kleiner dann, Casanova. Und dann halt wieder um 9 Uhr aufstehe. Oder um 8 Uhr. Gönn mir auch mal meinen Spaß. Ja gut, wenn es unbedingt sein muss. Solange er noch hält. Weil Spaß ist echt das falsche Wort dafür. Aber okay, es ist halt, naja. Stimmungskiller! Nein, Stimmungskiller wäre, wenn du dir zum Beispiel ein Bild der Merkel übers Bett hängen würdest. Bah! Das wäre eine sehr gute Verhütung. Du hast angefangen. Hab ich gar nicht. Außerhalb dieses Videos hast du angefangen. Hab ich gar nicht. Doch, denn du hast im Video angefangen, im letzten Video, ne? Und ich hab's dann halt nur weiter ausgeführt, währenddessen wir halt nicht hatten. Und wir haben das Video aufgenommen. Und, also, ich weiß nicht, was du meinst. Spiel hier nicht so das Unschuldslämmchen. Mie. Das ist ja nur Kuh. Mich schon aus Kuh schaffen. Sieht eigentlich schon cool aus. Also mit dem Baumstamm. Entweder Kalf oder Schuh. Ein Gemisch aus Schuhen. Aus Kuh und Schaf. Ist einfach ein Schuh. 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 Ja. Nein, ich will was anderes ausprobieren, und zwar das da. Die Sonne am Firmament. Oh, was ist das, ein schönes Bild gerade, warte mal. Von hier oben so. Ich glaube, das wird mein neuer Screenshot. Ja, sieht halt schon cool aus, wenn man halt jetzt so reingucken kann und alles ist damit so fertig gebaut. Eben, weil ich habe jetzt oben links in der Ecke die Sonne. Im Hintergrund unser Haus und die Windmühle und hier vorne sieht man ein bisschen unsere noch Baustelle. Ich habe jetzt auch einen Screenshot gemacht, nur halt einmal war dein Arm im Weg. So, sag doch was. Dann baue ich hier schon mal als das Dach drüber, ne? Ja! Warum ist denn Baumstämme schön, wie das hier so aussieht, dass sie nicht so gerade sind. Ah, klasse. Das ist ein Traum. Schön. Yeah. Ich darf nicht auf den Pillars bauen. Nee? Blödes Ding. Ich bin noch geduckt die ganze Zeit. Zerstört sie! Baumfeld! Also ich würde jetzt nicht dort unten arbeiten wollen. Nee. Komplett alle wieder abreißen? Alle. Und die Baumstämme am besten runterkicken. Nein, nicht da runter! Okay. Nicht in die andere... Das war nicht mit Absicht. Da! Verdammt, das hat es schlimmer gemacht. Oh, ich hab da jetzt gerade Stücke rausgemacht. Aus dem Baumstamm. Naja, du musst das irgendwie später versuchen rauszukommen.
Ja, warte, was kann man da machen? Wo ist denn unser Baumstamm? Warte, unten. Bitte? Bitteschön. Dankeschön. So, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Mist. Jetzt ist die Frage, wollen wir diese Galerien mal ausprobieren? Wo kann man das nochmal, welcher Drip? Sie sind da large. Da. Large. Die haben alle nur Wooden Roof. Ah, da gibt's auch welche ohne. Metal Roof. With Tile Roof. Ja, wir können gerne mal so Galerien ausprobieren. Was darf ich nicht nutzen? Hm? Ich glaube, da muss man das erst erlernen. Ja, muss man erst erforschen, muss ich's. Nee. Aber ich bin gerade zu faul. Wo ist denn das? Oder macht halt sowas. Das habe ich leider nicht fürs große Runde. Wir müssen halt gucken, dass wir es halt auch für die große Rundung haben. Das ist halt das Problem. Ja, ja. Aber wir müssen halt, ich muss Hoardings halt erforschen. Mhm. Ne, den habe ich für die große Rundung nicht. Ging doch vorher auch immer mit Säulen oder mit so Balken. Und dann halt so die Fenster dran gemacht hat. Bist du nur ein kleiner rundes Ding? Ja, dich kann man nicht gekommen. Du bist unnötig. Warum existierst du überhaupt? Du bist unnötig. Ja. Ich spreche gerne Tatsachen aus. Dann habe ich noch eine andere Idee. Und da ist Hoardings. So. Nee, da würde ich gerne lieber Fenstern drin haben. Fensters? Entschuldigung. Schießschaden brauchen wir da keine. Wenn man hier Schießschaden bräuchte, dann hat man wirklich ein Problem. Na nun, wenn ein Drache angreift? Ja gut, dann helft dir die Schießschatten auch nochmal. Ja doch, dann kann ich aus meinem Schlafzimmer rausschießen. Weil halt jetzt hier auch gerade die Frage ist, ob wir vielleicht mit Fensterläden. Das wäre auch schön. Ach, und Quark, oder? Braucht man wieder weniger, oder? Weil es ist ja, egal ob es windig ist oder nicht. Nur bei dir hättest du halt welche gebraucht, aber die gibt es halt leider nicht für die Rundungen alles. Ja, dann ist eigentlich auch egal, wenn wir da, bestimmt wenn wir dem einen keine, dann machen wir überhaupt ohne. Das ist sonst doch ein bisschen doof. Nee, es gibt mit Fensterläden. Ich kann bei dir Fensterläden reinmachen. Oh, Fensterläden! Ja dann, hau dann rein! Dann reißt deine Dinge ab. Achso, ja, ich bin gerade auf dem Weg, Metallteile zu holen. Bitte stütz dich ein! Alles klar. Lalalalalala. Metallteile. Diese Angst, dass hier halt alles einstürzt, wenn ich was abreiße, aber es ist ja nur noch die Decke halt oben drüber. Es ist ja keine Mauer, die halt da drauf stützt. Also es sind ja keine tragende Wände. Mhm. Aber bei dieser Physik-Engine hat man halt einfach Angst. Ja. Oh ja. Das geht schneller, als man gucken kann. Nein, so viele Ressourcen, die gerade hin abstürzen. Ich habe mir das Gefühl, dass wenn ich nicht schnell genug baue, hier alles einstürzen wird. Wird er das hinnehmen? Blöp, blöp.
Bist du unten? Ach ja, du bist unten, ne? Hm? Du bist unten irgendwo, ne? Ich bin oben. Also, ich bin halt in deinem Wohnung. Deinem Wohnteil. Ja, da fehlen noch Metallteile drin. Jo, ich bin mal wieder auf dem Weg. Ich hab's gerade noch ein bisschen schöner gemacht, indem halt die Mauer, die direkt an der Wand ist, wo keine Fenster gibt, keine Fenster reingehauen hat. Sieht schöner aus, so. Boah, ich verlauf mich echt schon in dieser Burg, ehrlich jetzt. So, Flying On, wo bist du? Ich bin hier in deiner Wohnung. Da musst du eben gewesen sein. Ich schwebe gerade über dem Turm. Ja, dann komm mal runter. Da war ich doch gerade. Ja, jetzt komm mal hier runter. Ja, da bin ich doch gerade runtergelaufen. Ja, dann musst du da rein. Ah ja, ich bin an der Tür vorbeigerannt. Deshalb, ich bin erst an der Tür vorbeigerannt und bin dann außenrum wieder rum. Hä, hier war doch irgendwo. Helf mir gerade kurz mit abreißen, Beton. Ja, halt der Wohnturm und das ist halt dein Wohnteil. Ja, ja, klar, ich bin nur an der Tür vorbeigerannt und dachte, wie komme ich denn da jetzt rein? Naja. Ja gut, alle anderen Fenster brauchen noch deine, mit den Metallteilen, deine Aufmerksamkeit. Aber ich mag diese Fensterläden. Die sind echt schick, muss man schon sagen. Aber ich kann es eigentlich so als Fensterläden doch nach außen aufgehen, oder? Eigentlich schon. Wobei ich halt das immer ziemlich bis doof fand mit dem Festmachen. Muss ich gestehen. So, und zwar kommt jetzt hier hin, dann wieder etwas ganz Tolles. Willst du hier direkt die zinnen oder willst du wieder die Dinger wohl nach außen gehen? Müssen wir mal einmal angucken, wie das wohl diesmal besser aussieht. Also nach oder halt einem Turm. Turm und Brüsten. Also ich kann hier halt diese Maschikuli, das sind die, wo du halt durchschmeißen kannst. Oder ich kann eine Brüstung machen und da zinnen, ne? Das sind halt ohne, dass du durchschmeißen kannst oder direkt nur zinnen. Hm, ich bin wieder nach oben gelaufen gerade. Ja, ich bin auch ganz oben. Ja, ich, Die Überhänge würde ich jetzt hier nicht mehr machen, glaube ich. Das ist sonst zu übertrieben. Denkst du? Bleibt das hier oben offen? Ja, ne? Ja. Und bitte jetzt nicht gegen mich kommen, weil dann bin ich nämlich tot. Dann würde ich hier die normalen Szenen hinmachen. Gut, also auch keine Brüstung oder sowas. Warte, ich muss mir einmal jetzt angucken, die Brüstung, ist das auch large? Ja, ja. Wie heißt die? Große, runde Brüstung. Da. Ne, ich möchte hier tatsächlich, also ich würde hier tatsächlich Zinnen haben wollen. Okay, da fall ich auch nicht durch. Ups, ich will durch ein Fenster gerade einsteigen. Wieso kann ich die Sache nicht zu meinem Inventar diesmal hinzufügen? Okay, 100 Steine auf dem Boden. Dann halt so. Wenn ich sie nicht einfach in meinem Inventar hinzufügen kann, diesmal müssen sie halt wieder mal auf den Boden. Wahrscheinlich, weil ich den Hammer wieder so komisch ausgerüstet habe, dass ich auch nicht schlagen kann. Das mit dem Dach cool. Oh, das Dach kommt auf. So langsam wird es echt ernst hier, ne, mit der Burg. Hm. Es bräuchte man halt wirklich aus Ton Roof Tiles, wo man dann brennen muss. Was ich halt ganz cool finde.
Ja. Hast du zufällig schon welche gebrannt davon? Nein. Hm? Nein. Ich lasse das nur gerade, damit wir halt später hier drüber laufen können. Mhm. Okay. Aber hey, sieht doch schon mal ganz, ganz nice aus. Von hier aus kann man dann halt ziemlich weit wegschießen. Nur halt nicht direkt die, wo halt vorne da sind, aber das kann man von unten machen. Wow. Siehst du, wir sind fast so hoch wie die Mühle. Ich glaube, wir sind ungefähr so hoch wie die Mühle. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass das aus Holz ist und wie aus Stein. Wenn dort halt so ein Katapult reinschießen würde, wäre das komplett... Würde ich weg. Wäre das gefühlt weg und hier, wir würden halt noch standhalten, weil das halt einfach noch relativ lang steht. Ach, voll schön. Das ist jetzt nicht mehr so, leicht zerbrechlich wie früher, wo du halt irgendwie gefühlt einmal dagegen getreten bist und der Turm ist umgefallen. Wie gesagt, und hier unten haben wir ja die, Waffenkammer, oder? Sollen wir hier eine Waffenkammer draus machen? Ja, ich bei dir. Versuche gerade nach unten zu kommen, jetzt. Wollen wir bei dir unten die Waffenkammer oder die Rekrute schlafen? Doch, hast du die Auswahl. Waffenkammer. Waffenkammer. Bleiben mehr von den Rekruten für dich? Aber nur die Rekruten, bitte. Die kriegst du vielleicht einfacher noch zu irgendwelchen Sachen. So als, ja, Boss, Master, ne, Herr. Ja, eben. Aus irgendeinem Grund verbrauche ich kein Material. Hm. Hexenwerk. Außer bei den Dächern. Also anscheinend. Das doch, ist ja schon... Ich auch wieder. Okay, das war nur, weil hier das alles hier rumliegt. Okay. Candles! Kerzen! Ja!